Willkommen in Hohlerde. Mein Illuminaten-Attentäter ist schon ready und freut sich darauf, hier weiter zu zocken. Ihr löst euch am besten mal jetzt von Steam, ihr Steam-Junkies. Das schont euren Geldbeutel und ihr könnt euch voll und ganz dem Video hier widmen. Hier ist der Eingang nach Sol. Das ist die Basis oder das Basisgebiet der Drachen. Das hier ist London. Das ist das Gebiet der Templer und wir gehen jetzt in unser Gebiet. Wir gehen nach Brooklyn zu den Crooklyn Dodgers, denn wir sind die Illuminaten. Und ihr braucht gar nicht so den Kopf schütteln. Wir haben eure IP bereits getrackt, wir wissen über alles Bescheid. Wir sind schon längst im WhatsApp eingeklinkt. Euer Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, E-Mail. Ihr wisst Bescheid. Also folgt den Illuminaten. 23, meine Leute. Der Orden wird euch danken. Ursprünglich war ich mal ein Drache in The Secret World und philosophisch und vom moralischen Korsett, das ich trage, eigentlich nicht Korsett. Die moralischen Rahmenbedingungen, denen ich folge. Das ist schon, entspricht schon den Drachen. Aber ich finde, die Illuminaten sind sehr interessant. Und hat einfach Bock drauf, jetzt mal für die Illuminaten-Fraktion zu spielen. Und ich gucke jetzt mal, wie es hier aussieht. Ich bewege mich jetzt erstmal zur geheimen Basis. Natürlich ist die Basis der Illuminaten geheim. Und man merkt ja auch kurze Frame-Einbrüche. Das ist aber oft so, wenn ihr in Gebiete kommt, die eben. So wie hier jetzt mit sehr viel mehr Texturen versehen sind, da muss er trotzdem nochmal nachladen. Und ich gehe jetzt kurz nochmal in den Waschsalon, weil ich hier auch sehe, dass ich gerade noch eine Quest hier abgeben kann oder abholen kann. Etwas sagt mir, dass Sie nicht wegen Ihrer Wäsche hier sind. Aber das ist außenrum. Das Witzige ist, es ist ein Verschwörungstheoretiker, Dave Squeed. Und ja, es ist sicher, dass die Illuminaten hier vor Ort sind und dass er beobachtet wird und er hat gar nicht so Unrecht. Er wird natürlich innerhalb des Spiels in seinem Bekanntenkreis mit Sicherheit belächelt. Aber das ist genau das, was uns Illuminaten ausmacht. Wir hüpfen euch ins Gesicht und wir werden trotzdem negiert. Und ich lebe in einer Stadt im Real Life, die auch von der gesagt wird, dass sie auch eine Geschichte hat, was die Illuminaten angeht. Und wir haben auch etliche, ja, sagen wir mal, Anzeichen. Man kann sie so deuten, die darauf hinweisen. Aber ich werde es nicht näher spezifizieren. So. Hier ganz unauffällig, mit diesem Illuminaten-Tattoo, Graffiti, Häuser-Tattoo. Und das ist der Eingang zur Basis. Ihr müsst einfach der Hand folgen, also falls ihr das erste Mal hier ins Spiel kommt, mit als Illuminat. Und ihr verlauft euch hier unten. Folgt einfach der Hand. Denn hier kann man sich schon leicht verlaufen. Und das kann ätzend sein, deswegen folgt einfach den Symbolen. Das zieht sich ja durchs Spiel, also man kann immer wieder Hinweise, Symbole entdecken. Es gibt innerhalb von Notizen und Gesprochenem oftmals auch Hinweise auf irgendwelche Orte, Begebenheiten, interessante Ereignisse, die ihr dann auch verfolgen könnt, wo ihr dann einfach mal nachgehen könnt und gucken könnt. Und dazu kann ich nur anraten, auch nutzt den Ingame-Browser und checkt dann einfach mal auch die diversen Seiten zu The Secret World Legends bzw. The Secret World. Ich habe es im Livestream schon mal gezeigt, ich zeige es aber hier auch nochmal. Das erste Gebiet ist der Kingsmith. Und wenn ihr kingsmith.com eingibt, dann kommt ihr auch auf die Seite der Stadt. Und zwar der Ingame-Stadt. Ja, und könnt ihr euch auch unter Umständen ein paar interessante Informationen abholen, die euch vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall eben helfen werden. Und das ist schon ein wichtiger Bestandteil auch im Spiel, dass ihr auch solche Elemente habt, in denen ihr eben ermittelt. Und
Das macht mir einen Heiden Spaß. Und hier ist unsere Basis. Wir sehen hier unten das blaue Kistensymbol. Und da hinten ist, da oben dürfte jetzt meine Kontaktperson sein. Und wir schauen mal, was es hier für uns zu entdecken gibt. Weiterer Spieler. Und ich muss sagen, also ich habe jetzt zum Launch dann auch natürlich weitergespielt und ich konnte jetzt keine großartigen Fehler dergleichen entdecken. Also auch Servereinbrüche, massive Performanceeinbrüche. Und interessant ist, wenn man guckt, ich bin bei der Wäscherei vorhin auch hier rausgekommen und bin dann außen rumgelaufen. Und klar, hier gibt es auch einen Eingang. Ja, und das grüne Ding ist einfach der Hinweis auf den Agave-Eingang. Und hier haben wir nochmal einen Lore-Punkt. Ein bisschen Wissen sammeln. Und das ist alles hier verpackt. Da könnt ihr dann lesen, bis euch die Augen bluten. Diverse Legendeneinträge. Die könnt ihr halt eben auch komplett freischalten, um deine gesamte Story hinter Ereignissen, Fraktionen, Geschichten, Wesen und so weiter in Erfahrung zu bringen. Und da gibt es oft interessante Dinge auch, die da drin stehen. Ich will jetzt erstmal zum Fraktionshändler. Ja, und das ist schade, dass auch hier jetzt wieder, zumindest in der Basis, dass es ruckelt. Ich werde es für die zukünftigen Aufnahmen wieder auf 1080p stellen, einfach für diese Abschnitte. Sollte aber normalerweise eigentlich überhaupt kein Problem sein. Bei diesem Spiel, dass er jetzt nicht wirklich performance-lastig ist. Also es gibt keinen Grund zumindest, wenn man jetzt mal von der Grafik ausgeht. So, hier mal den Banker. Und hier könnt ihr eure Sachen einlagern. Da habe ich jetzt aber aktuell keinen Bedarf. Und ich habe ja noch massiv Zeug, sehe ich gerade von Polaris gestern, wo ich am Ende dann nochmal schön gefailt habe. Aber das, ja, das ging nicht anders. Und ja, wir teleportieren uns direkt nach Kingsmith, erledigen dort noch ein paar Quests und gucken, dass wir so langsam mal gegen Blue Mountain vorrücken. Aber es gibt noch einige Quests zu erledigen, darunter auch der Kingsmith Code, der viel Zeit erfordern wird. Bei der Kirche können wir dann jetzt auch allmählich mal hin, spätestens mit Stufe 11. Da hat der gute Pfaffe für uns dann auch einige Quests parat und in der Umgebung von der Kirche gibt es auch mal welche. Wir werden noch eine Begegnung mit einer Wahrsagerin haben, die auch einen interessanten Charakter darstellt. Und ja, jetzt sind wir hier wieder direkt zurück in Kingsmouth und direkt auch gleich bei der Polizeistation, was sehr angenehm ist. Somit müssen wir nicht den ganzen Laufweg absolvieren. Denn normalerweise, wenn ihr rauskommt aus Agartha, dann seid ihr hier an dem Punkt. Hier hatten wir den Cowboy, der da seine Bohnensuppe oder was auch immer gekocht hat. Und ja, da wir uns jetzt eher hier in dem ganzen Bereich hier bewegen, diesem Abschnitt, wäre der Weg doch etwas lang zu Fuß. Und hier doch, bei der Kirche haben wir auch direkt auch die nächste Mission, die versteckte Tastatur finden. Hier sollen wir noch ein Handy mitnehmen. So, sie finden ein zurückgelassenes Handy. Wo habe ich das Handy? Wo ist der Handy? Ich habe hier kein Handy. So, ich finde ein verlassenes Handy. Eigentum von Dandy Dufresne. Dufresne Sohn, Seglerbedarf, Ackermann und Belmont. Gehen Sie dorthin und finden Sie Handy. Danny, finden Sie Handy. Das Danny nehmen. Okay, wir sollen Danny finden. Ecke Main und Belmont. Das Schöne ist, es gibt auch eben Quests, so wie hier jetzt, bei denen ihr keine Anzeige habt. Aber wir wissen, Ecke Main und Belmont, das heißt hier oder da. Und ich meine, hier ist Susie Steiner. Ne, hier ist Susie Steiner. Deswegen, dieser Abschnitt hat sich mir schon so gut eingeprägt mittlerweile wieder,
Und hier gab es einen Zettel an dem Häuschen von Danny eben, ich bin mal irgendwie kurz skaten oder sowas. Und wir gehen jetzt aber zuerst zur Kirche und bewegen uns dann hier runter. Und da gehe ich jetzt nochmal zur Kirchenquest. Mal gucken, ob das die Schmutzwäsche ist. Ah ja, genau. Definitiv. Die Steuerung befindet sich unter dem Stein vor der Kirche. Der Code für die Tastatur ist das erste Lied, das er am Sonntag in der Kirche singen wollte. Also, und so wie das aussieht, die Dame, die wir gefunden haben, die Putzfrau, war eine Agentin von irgendeiner Fraktion. Also sie schreibt nämlich auch, ich soll das Ganze in 5 Minuten weiterleiten, sie wissen, was das bedeutet. War keine normale Putzfrau. Und wir gucken jetzt erstmal, dass wir die Steuerung aktivieren. Und wir haben den Hinweis, dass wir im Grunde genommen gucken müssen im Liederbuch, wie der Code dafür aussieht. Das ist etwas, was ich bei The Secret World liebe, einfach, dass man halt eben auch nicht so die Otto-Normal-Quests hat, sondern oftmals eben auch einfach dann ein bisschen ermitteln oder rätseln muss. Es gibt ein bisschen Laufarbeit natürlich, aber ihr seid ja auch am Ermitteln, ihr seid ein Agent, ihr müsst ja auch ein bisschen erkunden. Es gibt immer wieder auch Dinge, die es zu entdecken gibt. Und das macht einfach nur Spaß und ich finde unterwegs oftmals auch nochmal interessante Wesen, Ereignisse, Notizen und so weiter und so fort. Und ich guck mal, dass ich weiß nicht, ob es hier gut geht. Was bei ihr, deswegen helfe ich hier mal. So, sie ist ja sicher. Ich blende aber auch mal die Lebensenergie ein. Ich konnte jetzt nicht einschätzen, ob sie jetzt gerade in der Bredouille ist oder nicht. Da kuste sie mit ihrem Motorrad rum. Neid. Das machen wir direkt mal. Gucken wir mal, ob wir das gleich finden. Dass sie die Lebensbalken der Mitspieler einblenden. Damit ich auch sehen kann, okay, ist jetzt jemand gerade in Bedrängnis. Denn das könnte jetzt auch unhöflich gewesen sein. In der Regel klaut ihr keinen Mob. So habe ich es an der Stelle jetzt auch zwar nicht geklaut, aber ihr wisst, was ich meine. So, Gesundheitsleisten anzeigen. Ja. Verbündete. Und schön abgebrochen. Nochmal. So, ich weiß noch, irgendwo hier war das. Mit dem Code. Hier haben wir ja noch diese Zeichen. Wenn ihr mal guckt. Ja, klares Illuminati-Anzeichen. Man hätte jetzt Templer vermuten können, aber guckt mal auch hier. Auch hier wieder Illuminati. Ja, und das ist unser Revier jetzt an dieser Stelle. Ja, die können wir als nächstes noch annehmen. Guck mal, ob sie irgendwas ersetzt. Ne, sieht nicht so aus. Das lassen wir jetzt mal durchlaufen. Selig sind Wir die kümmern uns Sanften, dann um die Putzfrauen-Quest. doch doppelt selig sind jene, die das Werk des Herrn mutig tun. Durch seine Größe finden wir Zuflucht in seinem Haus, selbst wenn es belagert wird von Zombies. Ich will das Werk des Herrn nicht schmälern, aber vielleicht haben die Erleuchteten diesen Ort sicher Die gemacht. Erleuchteten sind die Illuminaten. Irgendeine Art von Beschwörung, natürlich vom Herrn gesegnet oder zumindest toleriert. Woher unsere Zuflucht auch stammt, sie reicht nur bis zur Türschwelle. Selbst der Friedhof quillt über mit Teufelsgezücht. Ich hab's mit Beten und mit meiner 44er versucht, aber Beten in Satan seiner schießt Köcher 44er. und die Bibel schwenken, macht sie bloß wütend. So, zuallererst müssen wir die versteckte Tastatur finden, beziehungsweise wir gucken jetzt erstmal, dass wir ein Liedbuch finden, damit wir überhaupt wissen, was Phase ist. Damit wir den Code bekommen. Ich glaube, das sind die ersten, das sind die Liedernummern, die Lieder, ihr wisst schon. 576. Also die Zombies, die können die Kirche nicht betreten.
ist heilig. Und ich gucke mal, ob ich hier diesen Checkpoint überhaupt schon aktiviert habe. Jetzt muss man immer ein bisschen in die Nähe kommen, aber das ist schon der Fall gewesen. Okay. So, die Tastatur. Suchen wir mal nach der Tastatur. Irgendwo in diesem Bereich. Die hervorstehenden Platten, dann haben wir die Dinger hier. Und mit irgendwas können wir interagieren. Vielleicht drinnen, aber ich meine noch, es war draußen. Check mal kurz nochmal die Details. Die Steuerung befindet sich unter dem Stein vor der Kirche. So, das ist ein Gulli. Und hier haben wir die Steine. Zoomen wir mal den Boden genauer ab. Komm schon. Vielleicht müssen wir erst die Symbole irgendwie aktivieren. Und was haben wir hier vorne? Wir haben hier vorne ja noch die andere Quest. So, testen Sie die Stärke des Schutzzauber, locken Sie Zombies in die Kirche und beobachten Sie das Resultat. Dann machen wir das schnell und dann umkreise ich einmal die Kirche und gucke, weil ich meine, man musste die Symbole irgendwie aktivieren. So, jetzt haben wir die Schutzzauber. Das nicht stimmt, das waren die Schutzzauber. Das ist also unabhängig von der Tastatur. So, das gilt als ein Schutzzauber. Dann ist der andere bestimmt auf der anderen Seite. Und das Schöne ist auch, dass er casten kann und sich dabei bewegen kann. Ich kann natürlich verstehen, dass gerade stärkere Zauber, dass man da einfach oftmals mal zum Zwecks Balancings sich dann nicht bewegen kann, aber ich finde, es macht es halt auch mal dynamischer, wenn man sich dabei bewegen kann. Gibt den Ganzen so ein bisschen einen natürlicheren Spielfluss. So, nur noch ein KP und ich kann endlich den Tsunami auspacken. Also Klingenfähigkeit, die dann den Todesstoß hier ersetzen wird. Und ich habe auch schon im Tree gesehen, es gibt eine Fähigkeit, eine passive Fähigkeit, die zur Folge hat, dass man also schon der Kingsmith? Nee, ist noch nicht. Dass man auch mit Einzelzielangriffen eine Chance hat, andere zu treffen, andere Gegner zu treffen. Und das macht gerade den Tsunami sehr effektiv. So, ich habe jetzt irgendwie auf der anderen Seite war ja noch der andere Schutzzauber. Konnte jetzt aber irgendwie nicht ordentlich untersuchen, also war nicht interagierbar. Hier. Den dritten Schutzzauber, den haben wir jetzt links um die Ecke entdeckt.
Also es ist hier auch häufiger so, dass hier manchmal, oder ist manchmal so, dass hier in einer bestimmten Reihenfolge etwas ermitteln müsst. Das heißt, haltet euch nicht allzu lange auf, so wie ich jetzt vorhin auch bei der Tastatur dann, nachdem ich eben jetzt erstmal mit den Hinweisen, die ich hatte, nicht gleich zu Anfang all das gefunden habe, was ich vermutet hatte, dass es dort sei, bin ich dann einfach erstmal weiter zur nächsten Quest in der Nähe. Denn vieles entdeckt ihr oder deckt sich dann auf, wenn ihr dann ein bisschen weiterspielt. Und da müsst ihr euch nicht lange aufhalten. Aber natürlich könnt ihr euch auch schon auch mehr damit beschäftigen, wenn ihr Bock habt. Das mache ich schon. Also wenn ich jetzt keine Aufnahmen mache und dergleichen, dann beiße ich mich oft mal schon fest und suche, bis ich finde. Und ja, Ziel und Zweck der Schutzzauber-Quest, die wir jetzt hier haben, ist das gesamte Gebiet hier sicherer zu machen. Und wir haben im Grunde genommen haben wir jetzt erstmal die Schutzzauber gelernt, damit wir sie jetzt dann anwenden können noch auf die Friedhofszäune. Ja, und Heiltränke. Ich sollte mich beim nächsten Händler definitiv mit Heiltränken eindecken. Ich habe jetzt noch einen übrig. Das seht ihr unten links. Das habe ich mit der Steuerung E belegt. Ja, und ihr seht auch hier also Stufe 11 versus Stufe 10. Und ich muss hier schon ein bisschen mehr schnetzeln. Also man merkt die Levelunterschiede in diesem Spiel direkt. Da ist noch ein weiter ruheloser Toter. Diesen grandiosen Stil. Ich mag diesen Stil dieser Gespenster. Ich erinnere mich an irgendwas. Ich kann es nicht genau klassifizieren. Zum einen hat es ein bisschen den Style von Tim Burton. Eindeutig. Da denke ich so an Nightmare Before Christmas. Aber es hat auch nochmal was Eigenes. Also ich bin mir sicher, die haben sich sehr viel Inspiration natürlich aus auch der populären oder der Horror-Popkultur geholt. So, Lord Bitten. Gucken wir mal, wie stark ist denn Lord Bitten, bevor wir Lord Bitten zum Tänzchen bitten. Da seh dich verschieden. Aber schenkt mir gut ein. Die Zombies hier sind auch stabil. So, Lord Bitten, ja, Stufe 11, Elite. Es kann knackig werden. Und da ist ein Blutrabe und der hat aber einen schwarzen Schnabel. Ich hätte auch lieber einen Raben mit schwarzen Schnabel. Ich habe nur einen mit orangen Schnabel. Aber lieber so einen als gar keinen. So. Ja, Lord Bitten kotzt das mal ab, dass wir ihn hier stören. In seiner Meditation, in seiner. Was ist denn hier jetzt? 14:51 Uhr im Spiel. Oben rechts seht ihr die Spielzeit, also die Ingame-Spielzeit. Haben wir bei seinem mittäglichen Yoga unterbrochen. So, Objektbelohnung. Und links außen auf der Karte seht ihr auch schon, wir haben wieder weitere Quests hier im Gebiet und ich finde auch, das ist sehr gut gemacht. Das sind zum Glück einige Stufe 9er. Ich sollte trotzdem nicht in den sich überlappenden AOEs sein stehen, weil wenn die dann einfach mal zu 5 diese Teile auspacken, dann kann meine Energieleiste doch schon relativ schnell den Jordan runtergehen. Ja, die Elva, die packen gut aus. Unbedingt den Tsunami. Und ihr seht, hier unten gibt es so diese kleinen Kanten. In Blau FP und bei Orange bekommt ihr wieder KP. Das ist auch sehr schön. Das heißt, ihr müsst nicht die vollen 145.000 XP haben, um dann weitere KP zu bekommen. Ich glaube, man kommt ein Batzen mehr KP und FP, wenn man im Level aussteigt, aber man kommt eben zwischendrin auch schon welche. Ja, also nicht verzagen.
XP-Balken fragen. So, jetzt zeige ich noch einen zweiten Schutzzauber drauf. Dann kann es sehr gut sein, dass irgendwas Dickes entsprechend spawnt und das pusten wir dann noch um. Oder es uns, je nachdem. Und ja, dann ist es schon mal das Ende des Videos. In dem nächsten Video geht es dann weiter mit der Quest der Putzfrau, die in Wirklichkeit eine verdeckte Agentin ist. Vermutlich auch der Illuminati-Fraktion. Ja, bin ich auch gut. So, Sehnenklinge wird's richten. Mit freundlichen Grüßen. Also auch eine schöne Weitsicht, also die Drawing Distance ist schon auch sehr schön. Ihr könnt sehr weit gucken, sehr weit sehen. Ihr seht dann auch interessante, oftmals interessante Landschaftsmarker. Und ich wundere mich jetzt, dass ich schon wieder den dritten Schutzzauber draufpacken muss. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe ihn schon drauf. Jetzt nochmal wissen. War ja klar, dass wir uns hier unterbrechen. Der selig verschiedene Zombie. Wenn er so selig verschieden ist, das macht er hier einen noch auf Aggro. Warum so Aggro, mein Freund? Ich feiere das, wie er diese Feuerbälle abfeuert, wenn er eine hohe Hitzestufe hat. So, endlich. So, oh, den rachsüchtigen Koloss. Juhu! Der amphetamingeschwängerte Koloss. Ich gebe dich ab. Sage es und krieg erstmal aufs Loch. Aber trotzdem. Illuminaten Special Agent. Das ist ein bisschen doof, das habt ihr gerade gesehen. Er castet eine AOE. Der ist noch gar nicht fertig gecastet. Er stirbt. Aber er trifft uns trotzdem noch. Da muss man auch gut aufpassen. Und ja, das ist das Ende dieses Videos. Es geht dann auf jeden Fall definitiv weiter mit Secret World Legends und dem Illuminaten-Attentäter. Klinge und Elementalismus. Ich danke euch fürs Reinschalten. Liked oder unliked das Video. Schreibt mir in die Comments, wieso, weshalb, warum. Oder eure Wünsche oder Ideen. Dinge, die ihr gerne sehen würdet. Und ich werde euch auch innerhalb eines Tages antworten. Und danke euch fürs Reinschauen. See you next time.